Die Future Star Karten sind gestern rausgekommen. Ich habe mir heute den Markt angeschaut und in diesen Karten sehe ich Potenzial, Coins zu machen. Du willst am Ende von FIFA so ein Team haben? Du willst am Ende von FIFA so ein Team haben? Und zusätzlich vielleicht noch 3 Millionen auf der hohen Kante haben? Dann lass mir einen Daumen nach oben da. Computer sagt nein. Okay, oder fang an zu traden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Ich habe euch ja vor 2 Tagen ein Video hochgeladen zum Future Star Event. Jetzt, wo die Karten eben draußen sind, wo das Event gestartet ist, hat man einen besseren Überblick über den Markt. Man kann so ein bisschen schauen, was ist passiert, welche Karten sind gestiegen, welche sind gesunken. Und diese Erkenntnisse nehme ich mit, um eben jetzt am Samstag, wo die Preise meistens nochmal ein Stück günstiger werden, dann eben zuzuschlagen. Und was ist mir aufgefallen, es sind auf jeden Fall nochmal die Rating-Spieler getroppt. Wenn heute Abend nochmal ordentlich Packs gezogen werden, vor allem gestern hatten wir das Problem, dass die Server wieder nicht gingen. Das heißt, es wurden vielleicht nicht so viele Packs gezogen, wie es eigentlich hätte möglich sein können. Und vielleicht zieht der ein oder andere, der gestern wegen den Servern keine Packs ziehen konnte, dafür heute umso mehr Packs. Und vielleicht wird heute dann der Preis von genau solchen Spielern, die ihr jetzt gerade hier seht, noch ein gutes Stück günstiger. Ich zeige euch die Preise, wie sie aktuell aussehen. Vor 19 Uhr, das Video wird wahrscheinlich nach 19 Uhr hochgeladen sein. Schaut euch auf jeden Fall mal die Preise dann an. Schaut euch an, wie die sich entwickelt haben. Denn wenn heute eine SPC kommt, die Markteinfluss hat, gehen diese Karten nach oben. Wir als Trader hoffen, dass das nicht passiert, denn dann können wir heute richtig schön investieren und hoffentlich schon innerhalb der nächsten Woche diese Karten wieder verkaufen. Ja, ihr seht hier mal wieder 4 klassische Rating-Spieler. Ich habe euch ja schon ein Video dazu hochgeladen, welche Spieler die besten Rating-Spieler sind. Schaut euch das auf jeden Fall immer wieder an, weil das ist das beste oder wichtigste Video, wenn ihr in solche Karten investiert, weil ihr da genau seht, welche Karten sind interessant zu investieren und welche Karten steigen potenziell stärker. Ihr werdet das Ganze gleich anhand von ein paar Beispielen sehen, wie unterschiedlich die Preisentwicklung bei den verschiedenen Karten ist. Denn es gibt Karten, die sind einfach deutlich besser geeignet für SBCs und dadurch steigen die halt ebenfalls viel mehr als andere Karten. Im Grunde steigen alle Karten, wenn die SBCs rauskommen, aber der prozentuale Gewinn ist auf jeden Fall bei der einen oder anderen Karte deutlich höher. Meine Empfehlungen sind hier auf jeden Fall Telles, Azpilicueta und Carvajal, das sind die Außenverteidiger. Hummels habe ich mit reingeholt, einfach nur als Zeichen. Die 87er Karten sind momentan für einen sehr guten Preis zu haben. Das könnte vom prozentualen Gewinn vielleicht das beste Rating für Investitionen sein, weil da einfach die Karten momentan sehr günstig sind. Hier seht ihr jetzt eine normale 85er Rating Karte und ihr seht, wie teuer die Karte eben zum letzten Event war. 13.600 Coins ist hier der Durchschnitt. Die Karte ist hier nochmal ordentlich getroppt auf gerade mal 9.000 Coins, das ist sie aktuell wert. Wenn heute nochmal Packs gezogen werden, kann sie bei 8.500 Coins landen. Und dann kann man definitiv einkaufen. Und ihr seht hier, vorher, als sie wirklich vor dem Event auf dem Tiefpunkt war, war sie eben bei 8.500 Coins. Das ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo man die Karte reinen Gewissens mitholen kann. Denn ihr seht auch hier vor, wie die Karte immer wieder teurer war. Es ist halt eine typische SBC-Karte. Icardi ist allerdings eine Karte, wo man auf jeden Fall die Karte einkaufen kann. Aber wenn ihr in Massen eine Karte einkaufen wollt oder Karten kaufen wollt, die prozentual besser steigen, holt euch solche Karten wie ein Carvajal zum Beispiel. Und das sehen wir jetzt hier direkt. Die Karte war vor dem letzten Event bei 11.000 Coins, ist dann auf knapp 20.000 Coins gestiegen, ist halt einfach prozentual deutlich stärker gestiegen und ist jetzt halt aktuell wieder bei 12.500 Coins. Die Karte kann man bei 11.500 Coins ohne Probleme mitholen. Wir haben den Alex Telles, die für 5.700 Coins natürlich einer der teuersten 84er Rating Spieler ist, aber diese Karte ist halt auch eine, die enorm steigt. Ihr seht es hier, die war auf knapp 10.000 Coins, da verdoppelt ihr schon die Coins, wenn ihr sie eben hier für 5.000 Coins einkauft. Und ihr seht auch hier davor, war sie einmal bei 9.500 Coins und hier war sie einmal bei 8.000 Coins. Azpilicueta, auch eine 84er Außenverteidigerkarte, 7.500 Coins aktuell. Diese Karte war sogar bei 16.000 Coins. Das ist ein unfassbarer Profit, wenn ihr die Karte hier eingekauft hättet. Hättet ihr die Coins nicht nur verdoppelt, sondern ja, schon 150% reinen Gewinn daraus geholt. Das ist schon unfassbar, was ihr da eben rausgeholt hättet. Hier habe ich euch eine kleine Liste wieder gemacht mit den Goldspielerkarten. Hier seht ihr den Preis, wie sie sein könnten, wenn ihr die Karten verkauft.
Und rechts seht ihr den Tees-Preis. Das sind die Preise, wo man auf jeden Fall einkaufen kann, damit ihr mal seht, für welchen Preis könnt ihr die Karten auf jeden Fall mitnehmen. Und dann seht ihr auch immer prozentual, wie hoch da momentan die Gewinnspanne ist. Und die 87er sind einfach hier, finde ich, momentan sehr, sehr gut, weil sie aktuell diesen Tees-Preis von 21.000 Coins schon erreicht haben. Das haben die anderen Positionen, vor allem die 86er, noch nicht erreicht, die 88er noch nicht erreicht. Die 89er und 90er sind halt eben noch ein gutes Stück teurer als das, was hier steht. Da muss man halt heute Abend mal schauen, wie der Preis sich entwickeln wird. Ich habe schon in der letzten Woche immer wieder Videos zu den Winter-Upgrades hochgeladen. Diese Karten waren allerdings schon überteuert gewesen, denn da ist ein kleiner Hype drum entstanden. Die Karten wurden für SBCs recht häufig gebraucht, was eigentlich in der Zeit davor eigentlich eher selten der Fall war. Und diese Karten sind jetzt durch dieses Future-Star-Event nochmal in den Hintergrund geraten. Sie sind langsam wieder am Sinken. Und auch diese Karten könnten heute nochmal ordentlich droppen. Und dann könnte man da natürlich jetzt perfekt einkaufen, und ihr wisst es ja, ihr seht es jetzt hier mit Martinez, da ist echt ordentlich Profitpotenzial da. Ihr seht die Karte hier nochmal, sie war zwischenzeitlich auf 20.000 Coins, ist jetzt wieder auf 16.500 Coins gedroppt. Allerdings muss man auch da sagen, die Karte war davor auch schon bei 13.500 Coins. Man bezahlt immer noch ein bisschen mehr als das, was man hätte zahlen können, aber auf jeden Fall ist der Preis jetzt definitiv nochmal ein gutes Stück günstiger als das, was wir mal bezahlen mussten. Und man muss halt wirklich bedenken, diese Karte wird wahrscheinlich zur 86er Karte, und dann sollte man da eigentlich wenig verkehrt mitmachen. Diese Karten könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt nochmal anschauen. Schaut euch gerne diese Videos hier nochmal an. Da habe ich euch zu den Winter Upgrade Predictions immer wieder Informkarten reingehauen, die definitiv Potenzial hätten, da profitabel nochmal zu steigen. Vor allem hier in dem ersten Video habe ich euch auf jeden Fall interessante Sachen, glaube ich, dazu erzählt. Team of the Week Flipping Methode habe ich euch im letzten Video gezeigt. Da ist es, wie gesagt, eine kleine Risikosache. Die Rating-Spieler sind deutlich risikofreier, aber hier könnt ihr halt schneller den Profit rausholen, weil ihr dann wahrscheinlich innerhalb von 2 Tagen die Karten wieder verkaufen könnt. Die Flipping-Methode habe ich im letzten Video schon vorgestellt, welche Karten man mitholen kann. Ob das Ganze funktioniert diese Woche, kann ich euch aber nicht zu 100% versprechen. Dann haben wir hier die Future-Star-Karten, das sind wieder die aktuellen Spezialkarten. Die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wie der Preis sich da verläuft. Es könnte natürlich wieder sein, dass die heute, wenn sie alle gezogen werden, nochmal enorm droppen und danach nochmal ein bisschen rebounden. Da würde ich jetzt nicht investieren, aber ich würde mir das Ganze auf jeden Fall nochmal angucken, um die Erfahrung für die Zukunft mitzuholen. Das machen wir ja eigentlich immer so, wenn wir uns bei etwas unsicher sind. Immer trotzdem die Preise kontrollieren, immer das Ganze als Erfahrungswert mitnehmen, um dann in Zukunft daraus zu lernen und weiter mehr Coins rauszuholen. Das war's schon vom Video. Ich hoffe, euch hat das kurze, knappe Video hier gefallen. Ich hoffe, ihr könnt auf jeden Fall nochmal Coins mit dem Event machen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.